Die ersten Schritte am Nordmeer können schon mal teuer werden. Vor allem, wenn man gerade Level 34 ist, man ist frisch zum Nordmeer gereist und denkt sich, boah, jetzt geht es los. Und dann denkt man sich, ah, verdammt, was soll ich mir denn hier noch alles kaufen? 10.000 für eine Route, am besten 30.000 auch noch für eine Rolle. Und dann steht man da mit seinem Spinning-Setup. Und selbst mit dem Spinning-Setup kann man hier was rausziehen. Und das habe ich gerade gemacht. Halbe Stunde getestet. Schön mit dem Basic-Spinning-Setup aus dem Video Was kaufen ab Level 20? Ich verlinke es nochmal eben. Also schön die Basics und die Basics einfach verwenden hier am Nordmeer. Oder das beste Spinning-Setup, was du einfach hast. Ich meine, zwischen Level 20 und Level 34 ist ja ein bisschen Zeit. Manche gönnen sich zwischendurch noch sowas wie einen Wechsler vielleicht oder haben eine Super-Duty in der Tasche rumliegen oder. Ich habe jetzt gerade hier in Kombination das Setup, was ich auch gerne schon für die Yama empfehle oder das Setup, was hervorragend auch ist fürs Hechtangeln an der alten Festung. Auch dazu gibt es ja jeweils die Videos, wie man eben mit diesem Setup gut klarkommt. Riesenvorteil bei dem Setup eben an der Yama, das geringe Wurfgewicht hier oben von nur 7 Gramm. Sensationell. Jetzt haben wir hier nur 20 Kilo. 20 Kilo Tragfähigkeit. 20 Kilo Tragfähigkeit. Eine Bremse von nur 15 Kilo auf der Kaliber HSV reicht absolut. Reicht absolut, denn wir ballern hier ja auch nur die kleinen Brocken durch, die kleinen Fische. Und auch das geht. 47 Minuten, ich habe jetzt hier ein paar Köder noch getestet. Gerade hier so in der Zwischenzeit war mal so ein bisschen Flaute. 10 Minuten wieder andere Köder testen, denn die ersten gingen alle hier auf den Maggot rein. Und ich habe eben auch viel hier mit dem Maggot 6 getestet und auch jetzt den Maggot 6 wieder dran. Maggot 6 liefert dann auch Klieschen oder Doggerschaben und so weiter. Oder auch den Scholleck. Hier schön die Scholle. Also, da geht eben gerade einiges rein. Aber um das rauszukriegen, muss man es testen. Heißt also, wir nehmen uns dieses Basic Setup, was quasi nicht wirklich viel kostet. Ungefähr 1000 für die Route und na klar 2800 eben für die HSV. Aber das kauft man sich ja eh auf dem Weg in Richtung Endgame. Und wenn einem dann noch so ein paar tausend Silber fehlen oder wenn es auch 10.000 Silber sind für die vernünftige Rolle für den Anfang, also die Sensi, dann, wir gucken gerade nochmal eben rein, dann geht man doch einfach schon mal hier zum Nordmeer und macht einfach schon mal ein bisschen Cash. Natürlich macht man mit diesem Setup keine Skillpunkte im Meeresangeln. Wie auch, man nimmt ja Jig-Montage und Spinning-Montage und nicht eine Meeresmontage. Aber wenn man eben noch ein bisschen Geld braucht und man hätte eben gerne die Sensi für den Start, und zwar ganz wichtig hier unten die mit plus 5%, also das hier ist entscheidend, das ist ein guter Start für unter 10.000, kann man sich das Teil richtig gut gönnen. Na klar, man kann natürlich auch, wenn man genug Cash über hat, kann man sich natürlich dann auch die dicken Fetten, wo sind sie, Pilkrute, da kann man sich natürlich auch hier die Edelversion holen. An Pilkrute mit plus 7%, beziehungsweise hier ist sie. So, die ist für Silber, die andere war nur für Gold. Wenn du natürlich genug Cash über hast, dann gönnst du dir natürlich auch das Teil mit plus 7%, plus 2 auf die Jig-Montage, beziehungsweise hier für dieses Filet-Jig. Das nimmt man noch gerne mit und eben auf Meeres-Jig auch noch plus 2. Diese ganzen Prozente und diese Pluswerte nehmen wir natürlich alle mit, denn die addieren sich am Ende, wenn man alles auf 100% hat, nochmal oben drauf in Verwendung mit diesen Routen. Also, wenn du genug Cash hast, gönn dir sowas. Ansonsten die Sensi für nur 10.000. Und wenn dir, wie gesagt, die 10.000 fehlen, einfach mit dem Spinning-Setup, was du hast,
ran ans Nordmeer und dann gibt es hier so zwei, drei gute Stellen, die man verwenden kann am Nordmeer. Die eine, man sieht es hier auf der Map, also alles vom Land aus, ganz gechillt. Weil es eben auch mal sein kann, dass man ein bisschen länger suchen muss, bis ein Köder funktioniert. Wenn du diese Suchzeit auf einem Boot investierst, läuft dir dein Bootsticket ab. Das Ganze lohnt sich dann auf einmal noch weniger, weil du hast schon 100 Silber alleine für eine Stunde auf dem Boot. Also das ist schon ein bisschen mies, wenn man dann hier steht und man macht quasi nur Minus. Will man ja nicht, ne? Also hier an der Spitze, man sieht es glaube ich so gerade eben, hier an der Spitze, dann hier gegenüber, ich zeige das gleich alles nochmal eben im Detail, wo man überall hingehen kann. Da drüben sieht man auch schon diesen anderen Anleger, auch da kann man hingehen und dann einfach eben hier auf Jig-Montage. Wahrscheinlich kann man auch was anderes nehmen, aber wir wollen ja auch gute, vernünftige Haken. Und die Haken mit einer recht hohen Tragfähigkeit oder sehr hohen Tragfähigkeit sind eben diese hier. Ich habe jetzt diesen 2-0er-Haken gerade genommen. Wir müssen natürlich hier ein bisschen aufpassen. Das Wurfgewicht liegt bei der Route jetzt hier nur bei 30 Gramm. Wenn man sowas hat wie eine Super Duty zum Beispiel, dann liegt das bestimmt noch ein bisschen höher. Dann kann man auch einen etwas dickeren Haken nehmen. Aber auch damit klappt das schon richtig gut. 45%, so locker aufgeladen. Man muss auch gar nicht so volles Metz so weit rauswerfen. So weit braucht man nicht. Oder halb aufladen. Dann Tempo 50 von der Einholgeschwindigkeit. Mit Shift gedrückt. Einfach ganz kurz, zack, 1, 2, 3, so ein bisschen hier ziehen. Pause machen. Wieder ein bisschen ziehen. Und dann kommen wir auch gleich in die Jig-Führung. So soll das sein. Zack, Jig-Führung. 2 Umdrehungen machen ungefähr. Zack, zack. 1, 2. Pause machen. Immer ein bisschen warten. Und dann so hier einfach durchziehen. Und das A und O ist natürlich Köder testen. Wenn du das Video siehst und das ist vielleicht schon 2, 3 Wochen alt, ist es halt durchaus möglich, dass mal wieder eine andere Farbe aktuell ist. Oder du siehst es vielleicht schon morgen, das Video, aber das Wetter am Nordmeer ist gänzlich anders als jetzt. Jetzt haben wir gerade Sonnenschein, vielleicht mögen die Fische gerade jetzt genau diesen rötlichen Köder. Also klappt das auf dem Roten. Und ja, wenn vielleicht dann die nächsten Tage irgendwie Regenwetter ist, dann vielleicht einfach mal den schwarzen Maggot versuchen, den braunen und so weiter und so weiter. Ausprobieren. Angeln, Spinning ist testen, testen, testen. Viel ausprobieren, denn irgendwann hat man dann einen Köder, der eben gut funktioniert. Grundsätzlich kann man sagen, die Köder sind recht billig. Wir gucken uns das gleich auch nochmal eben an. Übrigens auch hier, zack, siehst du, dieses längere Warten ruhig machen, auch mal rechte Maustaste, sowas wie Pilken. Auch wenn dann da nicht Pilken steht, macht man ja den gleichen Effekt. Also ruhig mal so ein bisschen hoch und runter pilken. Guck mal hier, da haben wir einen, der sogar ein bisschen schwerer ist. So, nehmen wir alle gerne mit. Die machen sich auch richtig schön schwer. Eine schöne Scholle mit 1,5 Kilo. Tip top. Die nehmen wir doch auch gerne mit. Wie gesagt, hier von den Ködern, die Maggots, das kostet alles nicht viel. Die liegen so um die 5 Silber herum. Also davon einfach mal 2 Stück holen von jeder Farbe. Zap, zap, zap. Auch vom Verschleiß her. Anfangs verschleißen die ein bisschen stärker. Dann wird das ein bisschen weniger. Und mit der Zeit eben immer weniger, aber die nutzen sich halt irgendwann bis zu 100% ab, verlieren aber währenddessen keine Lockwirkung. Also komplett aufbrauchen die Teile, diese 5 Silber Investition komplett verwenden und dann lüppt das schon. Also wieder raus damit, mit Speed hier, also Tempo 50 plus Shift, 2 Umdrehungen machen, ein bisschen warten, dass der Köder auch wieder richtig auf den Grund geht. Wenn ihr, wie gesagt, eine andere Route habt mit ein bisschen mehr Wurfgewicht, dann kann es auch gut sein, dass das Blei schneller runtersinkt, wenn ihr ein schweres Blei verwendet. Dann kann man da vielleicht auch ein bisschen schneller durchkurbeln. Aber so muss man zwischendurch noch ein bisschen warten. Und dann auch ruhig zwischendurch mal, gerade wenn man so hier vorne in dem Bereich ist, auch dann noch mal ein bisschen ins Pilken gehen sozusagen. So, ich ziehe, glaube ich, noch zweimal. Oder noch einmal. So. Und jetzt gehen wir aber auch hier nochmal so ein bisschen ins Pilken rein. Also einfach rechte Maustaste, ein bisschen hochziehen. Zack. Und dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen kurbeln. Wieder ein bisschen hochziehen. Dann haben wir schon wieder Jig-Führung.
nochmal einmal vielleicht drehen. Immer so ein bisschen Schnur weiterziehen. Das ist halt beim normalen Spinning auch immer wieder wichtig, dass man schon auch immer mal wieder ein bisschen kurbelt. Und irgendwann, ja, wenn man dann durchgezogen hat und es ist nichts dran, dann ist das so. Gerade am Anfang mit nur einem Köder ist das am Meer halt auch häufiger. Später mit den Beifängern, dann hat man eigentlich fast bei jedem Durchkurbeln auch Bisse. So, ich ziehe noch hier weiter durch und auch ruhig bis hier ganz vorne durchziehen. Ich hatte jetzt zuletzt auch immer mal wieder ganz nah hier vorne auch sowas wie die Haie. Auch die können natürlich hier reingehen. Guck mal, hier ist es immer noch Jigführung hier. Funktioniert also immer noch. Wieder ein bisschen kurbeln. Absinken lassen. Also die Dornhaie können auch hier immer noch reingehen und dann irgendwann rausziehen. Das ist Spot Nummer 1. Also knapp eine Stunde jetzt hier gewesen. Oder nicht so ganz, sagen wir mal vielleicht 40 Minuten jetzt hier gewesen. Viel Testerei eben noch. Und da gucken wir nochmal eben rein, was das bis hier gebracht hat. Einfach nur im Fischmarkt. Die Stunde waren jetzt hier 200 Silber. War jetzt noch nicht so wahnsinnig groß, wahnsinnig viel. Gerade eben auch hier die kleineren, die bringen ja nicht ganz so viel, die Seeskorpione. Aber dann irgendwann kommt der Wechsel und die größeren bringen dann eben auch noch ein bisschen mehr Cash. Und wenn wir jetzt noch größere haben wollen, dann gehen wir natürlich an den Affenfelsen. Auch dazu gibt es schon ein Video. Ich verlinke das nochmal eben. Das ist das Video zum Affenfelsen mit verschiedensten Möglichkeiten, wie man da eben hingehen kann. Ich stelle mich auch nochmal eben mit drauf. Hier gleiches Setup. Und dann probieren wir hier auch nochmal ein, zwei Würfe. Also hier auf den Felsen. Und dann gucken wir mal eben von der Entfernung. Jetzt müssen wir ja ungefähr schätzen, weil ich habe jetzt hier keine Schnur drauf mit Meteranzeige. Also man muss ungefähr um die 30, 40 Meter weit rauskommen. Und dann geht die Schnur bis zu 70 Meter weit runter. Das heißt, wir werfen jetzt raus. Das war jetzt ungefähr von der Entfernung, hat das ungefähr gereicht. 45% aufgeladen, hat schon gereicht. Man kann aber auch volles Met auswerfen. Einfach voll rausballern hier. Absinken lassen das Ganze und das dauert jetzt ein bisschen. Hier würde ich sagen, lohnt es sich vielleicht doch eher, die bunte Schnur zu nehmen mit diesen, mit dieser Meteranzeige, dass quasi alle 5 Meter, gucken wir mal eben, die geflochtene, die gibt es ja auch in etwas leichter. Man muss ja hier nicht so eine ganz schwere nehmen. 30 Kilo zum Beispiel könnte man nehmen, ne? Wobei das ist, es ist sehr, sehr gefährlich. Es ist gefährlich. Wenn man jetzt hier 30 Kilo drauf macht, hat man zwar die 30 Kilo Tragkraft auf dem Getriebe, aber eben auch immer nur noch 20 Kilo jetzt auf der Rute. Also vorsichtig sein mit Bremse zu. Macht das am besten erst, wenn ihr euch sehr sicher seid mit dem gesamten Setup, wenn ihr ein vernünftiges, starkes Setup habt. Denn es macht einfach mal sehr schnell auch Knack, wenn man da mal fett fingert oder der Fisch macht eine heftige Kopfbewegung. Dann ist es halt mega ärgerlich, wenn dann die letzte vernünftige Rute auch noch bricht. Von daher einfach mit, ja, mit offener Bremse, also mit maximal 29er Bremse hier reingehen und gut ist. So, in der Zwischenzeit ist jetzt der Köder ziemlich weit abgesunken. Und jetzt hier auch wieder anfangen zu pilken. Eine Drehung machen. Wieder so ein bisschen pilken. Und dann einfach mal gucken, was passiert. Wieder eine Drehung machen. Und dann auch hier einfach mal so ein bisschen pilken wieder. Und rumzuppeln. Das Gute ist, dass diese Köder, die wir jetzt hier verwenden, beim Jig, also bei der normalen Jig-Montage, das sind Köder, zack, da ist auch schon einer, das sind Köder, die eben auch auf diesen Meeres-Jig-Montagen oder auf den Meeresmontagen funktionieren. Deswegen kann man eben auch hier einfach mit einer Spinning-Route stehen und dann eben hier auch vom Land aus ganz entspannt angeln. Man macht sich keinen Stress, wie gesagt, mit dem Bootsticket und kann auch hier richtig gut Cash machen. Vor allem auch von der Frequenz ist es gar nicht schlecht. Einfach hier was rausziehen. Gerade wie gesagt vom Land aus lohnt es sich. Und wenn man dann irgendwann die, na, den Seeskorpion. Na, den können wir auch woanders fangen. Also das hier zum Affenfelsen. Einfach nochmal ins Video reingucken. Da wird das alles im Detail nochmal ein bisschen weiter erklärt. Jetzt gehen wir nochmal direkt zum nächsten Spot. Ja, und für den nächsten Spot rennen wir einmal am Hafenbecken komplett herum, an den Häusern hier vorbei, bis zu diesem Anleger. Und dann können wir eben auch hier mit diesem Setup einfach gerade rauswerfen. Auch hier würde ich
ja, ungefähr so 30, 40 Meter weit raus, ist eigentlich immer eine ganz gute Entfernung. Das passt ganz gut. Auch hier wieder absinken lassen, ein bisschen warten und dann einfach ins Jiggen reingehen. Da haben wir schon die Jig-Führung. Auch hier einfach probieren, testen, testen, testen. Hier hatte ich auch immer mal wieder die Dornhaie. Hier hatte ich aber auch schon einen Heringshai dran. Also hier können auch immer mal wieder auch größere Brocken reinballern. Ja, ist natürlich auch immer eine Glückssache. Wobei, das könnte auch Pech sein, denn sowohl der Dornhai als auch der Heringshai können auch hier durchaus die Montagen abbeißen. Also, lieber auf Nummer sicher gehen, sowohl den Jigkopf als auch den Gummiköder lieber zweimal kaufen, damit man dann, wenn man gerade hier unterwegs ist oder weiter draußen steht, dass man dann auch Ersatz noch hat. Denn ja, es ist ja immer ärgerlich, wenn man dann gerade beim Angeln wieder zurückrennen muss. Guck mal, hier war sogar Bewegung, in Grundnähe war das hier nochmal, also Grundberührung, nochmal ein bisschen rumjiggen. Wobei hier vorne in dem Bereich hatte ich bisher noch nicht so wirklich Erfolg. Das klappt halt da drüben an dem Spot, an dem ersten, deutlich besser. Zu den Ködern, auch da natürlich viel, viel, viel probieren, wenn ihr schon könnt oder jemanden habt, der euch die liefert. Natürlich auch mit den Schaumgummis hier testen. Die habe ich jetzt im Test extra nicht verwendet, weil die ja etwas schwieriger sind herzustellen oder eben mit Gold nur zu kaufen sind. Ich habe jetzt nur eigentlich diese Maggots verwendet. In Schwarz habe ich ein bisschen mal durchgejiggt, da hat gerade nichts funktioniert. In Braun funktioniert auch immer wieder gut. Übrigens, wenn ihr einen Spot findet oder ihr seid gerade aktiv, wo die Aalmutter geht, sofort durchziehen. Aalmutter lohnt sich extrem. Und dann einfach hier die verschiedenen Farben nehmen. Ihr seht, ich verwende die auch bis zur bitteren Neige. Die verschiedenen Farben alle einfach immer mitnehmen. Den grünlichen, diese beiden Gelbtöne mitnehmen. Einfach alle einmal ausprobieren oder aber auch natürlich andere Maggots an oder andere Gummifische einfach ausprobieren. Einfach Stück für Stück was nachkaufen. Hier die Quicker funktionieren immer wieder ganz gut. Tiny Fish hat eine Zeit lang auch richtig gut funktioniert und hier auch die Real Worm. Also die lohnen sich, würde ich sagen, gerade hier von Land aus. Eine Sorte, zweite Sorte, drei, dann die Provoker könnte man auch, vier, fünf. Ja, sechs verschiedene Sorten, dann hat man aber auch mehr als genug zur Auswahl. Wichtig sind verschiedene Farben testen bei verschiedenen Wetterbedingungen. So, so viel dazu und dann damit anfangen, Cash machen am Nordmeer, vielleicht schon den ein oder anderen seltenen und besonderen Fisch hier fangen am Nordmeer. Denn wenn man hier schon mal sein will und angeln will und vielleicht hat man ja dann hier schon die Chance auf was Besonderes auch am Hafen. Und dann rausziehen das Ganze und dann mit den ersten Pilkruten, mit einer vernünftigen, mit einer richtigen guten Rolle oder eben mit einer guten Pilkrute und der HSV als nächsten Schritt dann rausfahren. Auch damit kann man eben hier im Fjord sehr, sehr, sehr gut angeln. Einfach hier auf dem 5-Meter-Bereich zum Beispiel. Sensationelles Angeln. Man muss nur 5 Meter auswerfen, hat sofort Grundberührung, kann quasi Bewegung in Grundnähe machen. Auch da läuft es immer wieder ganz gut. Man muss auch nicht immer rausfahren bis zu den 34er, 41er Plateaus, 30er. Das muss nicht sein. Man kann auch gerade mit kleinem Setup im Fjord angeln. Dafür ist das da. Petri Lümmels. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und freitags ist immer Wettangeln für alle Low- und Mid-Level oder zumindest an Low- und Mid-Level Gewässern. Also bis dahin, 19 Uhr, Petri.